Stämme sind ständig auf der Jagd nach verwertetem Schrott. Hallo? Und auf dem Hof gibt es viel davon. Aber sie hätten beim Plündern bleiben sollen, anstatt mit Raketen zu spielen. Der Rambockler ist mit dem Durchbrechen der Tür beschäftigt. Das ist deine Chance. Der hat mies kassiert. Genau, habe ich noch die Spacken über. Du bist verletzt. Dafür reicht deine Ki-Energie nicht. Ah, deswegen wollte ich halt Ki upgraden. Jetzt Cooldown? Ja, es hat jetzt Cooldown, okay. War ein gutes Upgrade auf jeden Fall. Für den Roboter. Kaboom! Warum tanken die Kleinen eigentlich mehr als die Großen? Niederprügeln. Verstehe ich nicht. Die Ressourcen haben wir dann langsam auch schon einiges eigentlich. Stufe 17. Also wenn wir so weiter leveln, geht sich Stufe 17 easy aus bei dem Run. Ich glaube, da schaffen wir viel mehr. Ich muss meinen Wondo wieder auffrischen, aber er glaubt wohl, dass du den großen Knall beim Hof verursacht hast. Oh, und er sagt, dass er dich kennt. Du hast ihn früher Gizmo genannt. Er hat dich beim Wiederaufarbeiten gelehrt, dir die Hände dreckig zu machen. Gizmo weiß noch, was für ein braves Kindling du warst. Kindling. Er kann die Wärme deines Herzens immer noch spüren. Für sie, Fred. Ja, Mann. Doch Gizmo sagt, dass jeder Erinnerungen anders erlebt. Man kennt die Geschichte, doch die Wahrheit dahinter hat für jeden eine andere Bedeutung. Er hofft, du erinnerst dich, wie er dir einmal die Wiederaufarbeitung beigebracht hat. Hoffentlich hat es dir während all der Jahre genützt. Er versteht, dass Lupalupin ein wichtiger Teil deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und bald auch deiner Zukunft ist. Er glaubt immer noch an das Gute in allen Wesen. Du trägst noch die Hoffnung auf ein Morgen in dir. Er sagt, was dir bestimmt sei, wird auf die ein oder andere Weise geschehen. Doch du solltest dich nicht von der Vergangenheit verzehren lassen. Gizmo versteht deine heftigen Gefühle, doch er ermahnt dich, sie unter Kontrolle zu halten. Du hast selbst erlebt, wozu das führen kann. Nimm das Licht! Du
Du solltest lieber auf deinen Kopf statt auf dein Bauchgefühl hören. Siehst du, die Dunkelheit lässt dich stets mit allem davonkommen. Denk daran, es gibt stets Licht im Dunkel. Dunkel? Wenn man ohnehin weiß, dass man recht hat. Es ist traurig, dass mit dem Baum des Lebens alles sterben wird. Kann ich mir meine Aura auch anschauen, das wie viele Points ich habe? Doch. Versteht, warum du der Welt unbedingt den Rest geben willst. Ein schnelles Ende ist wohl gnädiger. Fragt sich, ob du gerne mit den Yagni zusammengearbeitet hast. Sie hocken immer in ihren Stuben und versammeln ihre Besitztümer um sich. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Gizmo meint, es habe lange gedauert, bis die Vergangenheit die Gegenwart einholen konnte. Was du jetzt tust, liegt bei dir. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann den Unterhof nicht verlassen, da er gegen das Vakuum in der Todeszone nicht geschützt ist. Du solltest also nach Schrott suchen, um den Megton wieder aufarbeiten zu können. Fang bei der alten Kiste draußen an. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Ihr solltet so schnell wie möglich dafür sorgen, den Megton gegen den Jumbo-Knoll kampfbereit zu machen. Ja, okay. Der Name fiel ihm bei. Habe ich irgendwas auswählen können? Ich glaube, deine Aura kannst du ja anschauen, ja. Okay. Moin, Leon. Von der blauen Farbe absieht. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Ja, die Aura, es wird eh anzeigt, einigermaßen dunkel, aber die wirklich die. Ups. Die Stats dazu. Ja, okay. 12 dunkel, 0 hell. Perfekt. So wollte ich das. Alles komplett auf dunkel. Gut. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Ja gut, eigentlich, glaube ich, hätte ich das erst später machen sollen, aber... Stuff. Getan ist getan. Ich muss mal schauen, wie ich da rüberkomme überhaupt. Oh. Never mind. Das weiß ich auch noch, wie wir mit dem Roboter rumgegangen sind. Er meint, das sei genug, um den Megton zum Laufen zu bringen. Du verfügst jetzt über einen Motor, einen Treibstoffsauger, eine Schusswaffe und ein Sammelnetz. Aber weder Rüstung noch eine Sauerstoffversorgung. Er hat einen Sauger angefertigt, damit der Megton mit dem Schwarzteer sofort aufgetankt werden kann. Du kannst damit ebenfalls die glibberigen Ölpfützen beseitigen, um an schwer erreichbare Orte zu gelangen. Er sagt, er arbeitet an einem weiteren Projekt für den Megton, einer Kanone. Sie benötigt jedoch Munition und damit meint er Squibs. Er sagt, wenn man sie richtig abrichtet, können sie den Jumbo-Knäuel ablenken. Wenn du nach Squibs suchst, solltest du mit Moog reden. Er kennt sich mit allen Lebewesen in der Natur aus, die die Apokalypse überstanden haben. Leider bedeutet das, dass du weiter in die Todeszone vordringen musst, da Moogs Lager an der Steiltiefe ist. Wenn du Moog findest, kann er dir sagen, wo du die Squibs findest. Gizmo findet ihn ziemlich eigenartig, doch er ist äußerst bewandert. Er weiß alles über Monster und Kreaturen und wo sie zu finden sind. Um den MK-Ton anzupassen, spring auf ihn, benutze Ratte, rufen, Taste 4. Mhm. Jetzt haben wir wieder einen Punkt für die dunklen Sachen dazu gekriegt. Für die Aura. Und los geht's. Und wieder zurück. Versorge deine Lunge mit Luft.
auf deinen eigenen Stampfern. Ja, was ist da angezeigt worden? Ah ja. Ja, Junge. Wieder ein Stufenaufstieg, oder? Er sagt, das sind genug Squibs, um die Krallkrankanone des Mektons mit unendlicher Munition zu versorgen. Gute Arbeit. Das ist die Spezialwaffe, mit der die Squibs im Mekton verstaut werden. Sie ist stark genug, um sie auf den Jumbo-Knoll zu schleudern. Gizmo hat schon früher an Fahrzeugen für den Kampf gegen den Jumbo-Knoll gewerkelt, doch alle schlugen fehl. Dieses Mal ist es aber anders. Der Mekton wird stark genug für diese Aufgabe sein. What? Dem Weltenfresser muss jetzt Einhalt geboten werden. Ansonsten ist der Schaden am Weltenbaum nicht mehr zu beheben. Vor deinem Kampf mit dem Knäuel bleibt noch Zeit, um den Mekton zu verbessern. In der Todeszone gibt es mehr Wrackkisten mit Ausrüstung. Du kannst den Mekton damit selbst ausstatten. Er ist bereits recht robust, doch wenn du ihn verbesserst, erhöht das deine Siegchance. Gizmo möchte dir gerne helfen. Hofft, dich bald wiederzusehen.